ich habe sie aufgefordert, ein paar Fragen oder Fragen an mich zu stellen, und es ist eine ganze Menge an Fragen eingegangen. Und eine Frage, die immer wieder kommt: Was macht eine gute Mutter aus? Also, man will ja perfekt sein. Und das, denke ich, ist ein Problem. Kinder mögen keine perfekten Mütter, auch keine perfekten Väter, also keine perfekten Eltern. Sie mögen Menschen aus Fleisch und Blut, die Gefühle zeigen, also positive Gefühle zeigen, aber auch manchmal, so ist es nun, auch durchdrehen. Kinder mögen auch Eltern, die manchmal vor den Kindern stehen und auch zeigen oder auch ausdrücken: Ich drehe jetzt durch, ich weiß nicht weiter. Und dann denken die Kinder, jetzt geht's denen wie mir. Ich weiß häufig auch nicht weiter, aber ich muss jeden Tag in den Kindergarten, jeden Tag in die Schule. Also weg vom Perfektionismus hin zur Unvollkommenheit. Also ich bin unvollkommen als Mutter. Und trotzdem eine Mutter, die Kinder ins Leben begleitet. Denn darauf kommt es ja an, nicht? Kinder ins Leben zu begleiten, sie so anzunehmen, wie sie sind. Und da kommt ein zweiter Aspekt hinzu, also neben der Unvollkommenheit: Ich nehme mich so an, wie ich bin, mit all meinen Stärken, die ich habe, aber eben auch mit all meinen Schwächen, die ich habe. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt so einen wunderschönen Satz von Pestalozzi, der da lautet: Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, es sei denn mit sich selbst. Und das gilt auch für Mütter. Ich vergleiche mich nicht. Ich bin so, wie ich nun mal bin. Die eine Mutter kann das, und die andere das, und das kann ich vielleicht nicht, aber dafür kann ich eine ganze Menge. Und es kommt ein weiterer Aspekt hinzu, den ich für wichtig erachte. Ja, das ist dieser Aspekt: Man ist ja nicht nur Mutter, man ist auch Frau. Und das bedeutet auch, dass man auch die Kompetenzen, die ich als Frau habe, in die Waagschale bringe, indem ich gut auch für mich sorge. Und das heißt auch, indem ich mich nicht ständig um die Kinder sorge, sondern eben auch für mich gut sorge. Indem ich eben auch Hobbys habe, indem ich zum Sport gehe, indem ich ins Kino gehe, indem ich mich auch vergnüge, auch Zeiten mit meiner Freundin verbringe, Zeiten, wo auch die Kinder eben nicht bei mir sind. Und da habe ich einen weiteren Aspekt angesprochen: Eine Mutter, eine in Anführung gute Mutter, gibt auch ab. Sie überlässt auch ihrem Partner Aufgaben, bestimmte Dinge zu erfüllen, also dem Vater. Und Kinder lieben ja auch den Vater, nicht weil er besser ist, sondern weil er manchmal auch Dinge einfach anders sieht. Also Muttersein ist auch eine Haltung, und darauf, denke ich, kommt es an. Also ich bin unvollkommen, und ich nehme mich deshalb so an, wie ich bin.